Gut, dann gehen wir halt in den nächsten Fiebertraum einfach mit den Prank Bros. Auch kein Problem. Let's go, gehen wir rein. Oh mein Gott. Wann ist das gekommen? Vor einem Tag. Jemand hat das meinem Bruder angetan. Oh nein, Leute. Guck mal, was haben die denn mit... Was haben die denn mit Marvin angestellt? Oh nein. Oh mein Gott. Zeig dein Gesicht. Oh mein Marvin, Gott, was passiert? Marvin, Digga. Was ist los, Marvin? Haut ab jetzt! Wer ist da bei dir? Oh, Bruder, du musst kommen, ja. Wo bist du? Was ist los? Was passiert? Bruder, da waren 5 Leute, die kamen auf mich drauf. Hey, wo bist du? Bruder, irgendwelche Hater, 5 Leute kamen auf mich drauf, Bruder. Sag sofort, wo du bist, ich komm direkt. Wo bist du, Bruder? 5 Leute, einer mit Baseballschläger, einer Pfefferspray, ich sehe nichts mehr, Bruder. Oha, Alter. Ich komm direkt, Bruder. Hooligans haben einfach Prank Bros angegriffen. Scheiße, bring ich... Versuch dich in Sicherheit zu bringen. Ich weiß, wo ich bin, Mann. Ey, schick mir deinen Standort, bitte. Beruhig dich. Mein Gehirn ist... Oh, das kann man nicht klar. Schick mir deinen Standort, wo bist du denn? Komm, ja, ich schick dir gleich, Alter. Oh Alter, wo warst du, dass das passiert ist? Wo ist das passiert? Keine Ahnung, ich bin auf irgendeinem Feld hier, Bruder. Auf dem Feld? Ist das... ich weiß, wie ich hier hinkomme. Was ist da in der Nähe? Wo muss passieren? Keine Ahnung. Ich schick dir einfach Standort jetzt. Alter, scheiße, Digga. Komm, ja. Ich komm direkt, Mann. Bruder, Calvin, bester Mann, diese. Guck mal, das ist voll entspannt so. Ich wurde gerade zusammen, dein Bruder wurde gerade zusammengeschlagen von 5 Leuten mit Pfefferspray und weiß ich nicht was, Bruder. Also, Alter. Scheiße, Digga. Gut, dann komm ich jetzt. Alter, scheiße, Digga. Ich komm direkt, Mann. Schick mir den Standort sofort. Ich komm direkt. Hä? Gar nicht gut, Alter. Hey, ich schick mir direkt den Standort, Mann. Scheiße. Digga. Kopfschmerzen. Digga. Kopfschmerzen. Was ist das? Das gibt's für kranke Gestalten, Mann. Schick Standort, ich komm direkt, ja? Beeil dich! Schick dir Standort! Schick mich Standort! Zieh mich an, Mann! Send Location! Okay, dann! Send me Location! Scheiße! Okay, dann! Hä? Was machst du denn? Bruder, oha! Brecheisen und Baseballschläger! Boah! Ich muss mich jetzt beeilen, weil ich da kurz was mitnehme. Und zwar, Basie wird mitgenommen. Wichtig, dann hier noch was Schwereres, eine schöne Eisenstange und die Hater, Marvin hat anscheinend Pfefferspray ins Auge bekommen, die kriegen direkt gleichzeitig 2 Pfefferspray in die Fresse, das kann bis zu 15 Meter spritzen, kein Spaß mehr, jetzt wird sich gewehrt, so 15 das packt jetzt alles in den Rucksack. Was für 15 Meter? Und dann geht's sofort los, Marvin hat schon den Standort geschickt, sehr schnell beeilen Leute, was ist das für eine kranke Scheiße? Wir erreichen nichts, wie kann man nur haten, alleine Hater, was ist das, so erreichen nichts. Man hat gar keine produktive Menschen haben gar keine Zeit zu haten, weil man arbeitet an sich selber. Wie kann man nur so negativ sein und jemanden haten? Jetzt, wirklich, Leute. Da denke ich mir so, was geht hier ab? Die müssen mal nicht arbeiten. Geht mal ins Gym, komm mal auf dein Eiweiß. Was ist das, Alter? Geht mal ins Gym, komm mal auf dein Eiweiß. Leute, so geht das nicht. Let's go, Mann. Okay, Leute. Geht mal ins Gym, komm mal auf ein Eiweiß. Wie kann man nur so Aber wie kann man so viel reden, Bruder, während dein Bruder gerade zusammengeklopft wird von 5 Leuten? Kannst du mir das mal erklären? Negativ sein und jemanden haten. Der macht Statement, Unboxing, alles noch in einem Video, aber er geht nicht los. Er macht alles außer losgehen, Bruder. Leute, so geht das nicht. Let's go, Mann. Okay, Leute. Der Standort geschickt, mir ist unterwegs dahin. Ich bin gespannt, Alter, was da abgeht. Ich hab meinen Rucksack dabei. Leute, ihr wisst, Pfefferspray direkt wird ausgepackt. Weil wenn die Marvin Pfefferspray ins Gesicht sprühen, kriegen die es zweifach zurück. Und ey, ich muss da jetzt sofort hin, ich raste gleich aus. Leute, so kranke Leute auf der Welt. Mann. Das ist echt am Arsch der Welt, ich frage mich, wo das ist. Also schon ein Stück jetzt, fast eine halbe Stunde. Also, ich frage mich auch, wo Marvin, aber der war so aufgeregt, der konnte mir gar nicht sagen, wo er war. Ich habe gefragt, wo bist du denn? Also ne, deswegen, also mal gucken, wo ich da jetzt gleich lande. Und ich bin auf jeden Fall für alles vorbereitet. Und ja, man, rein ins Ungewisse. Hauptsache Marvin da aus der Situation retten. Hier ist die Mobilbox von 01. Oh nein. Marvin geht fast Nummer geleakt. Nicht dran, das ist nicht gut, ey. Weil, als ob der jetzt sein Akku leer ist. Wird immer düsterer, Leute. Also die Location wird immer schräger. Wird sehr cool. NTE, danke für den Prime. Und Marvin geht nicht dran. Dank. Ich frag mich echt, was da abgeht. Auf jeden Fall, ich bin unterwegs. Sehr komisches Gefühl gehabt, sowas noch nie erlebt. Seitdem wir Brüder sind, kam noch nie so ein Anruf vom Abend, irgendwas passiert ist, wo ich jetzt hin muss. Das ist echt gruselig. So Leute, hier ist es sehr, sehr, sehr krass. Also ich bin hier voll im Wald. Boah, das muss schön sieht das sein. Also, wie schön sieht das aber da aus? So Leute, hier ist es sehr, sehr, sehr krass. Also ich bin hier. Guck mal, wie schön diese Wolken im Hintergrund aussehen, so perfekt.
voll im Wald, das muss jetzt hier sein. Also der Standort sagt, ich bin jetzt hier richtig. Ich fahre jetzt mal ein Stück weiter. Was ist das denn jetzt hier? Marvin, da steht jemand. Alter. Das ist doch, das ist Marvin? Was steht der da so rum? Ich fahre jetzt mal hier rein. Was geht hier? Leute. Das ist doch Marvin. Junge, was macht der da? Huf doch mal, huf doch mal, huf den doch mal. Bruder, was machst Marvin! Du da? Marvin! Marvin, was machst du da? Hey, Marvin, wo sind die? Die wo sind die, Mann? Wo sind die Ratten? Wo sind die Ratten? Wartet. Wo sind die Ratten? Was machst du da? Hey, Marvin! Wo was? Sind die? Die wo sind die, Mann? Wo sind die Ratten? Wo sind die Ratten? Hey, alles okay? Oh mein Gott! Marvin! Oh mein Gott! Zeig dein Gesicht! Oh mein Gott, was passiert? Nein! Marvin? Alter! Hey, Bugsy! 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 Guck mich mal an! Hilfe. Alter! Oh mein Hilfe. Gott! Was passiert? Und meine Augen sind Bruder, verschwommen. Alter, Bruder. Der wurde von einem Grizzlybär, der wurde von einem Grizzlybär auf dem deutschen Dorf angegriffen, glaube ich, auf dem Feld, wo Kartoffeln gepflanzt werden. Da waren einfach ein Grizzlybär. Alter, oh mein Gott. Was Bruder, passiert? Guck mal. Meine Augen sind verschwommen, Bruder. Meine Augen sind verschwommen, Bruder. Wo sind die? Wo sind die? Gegen Bären keine gekämpft. Ahnung. Wer war das, die Mann? Sind weggefahren. Bruder, der ist einer. Guck mal, dein Auge. Ja, Bruder. Die haben dich auseinandergenommen. Ja, Bro, die kamen mit Pfefferspray mit alles. Was soll ich machen gegen fünf Leute? Wie kam schon die Situation? Was soll ich gegen fünf Leute machen? Wo sind die, Mann? Bruder, die sind weggerannt. Die waren mit wir gehen da jetzt hin, hallo. Keine Ahnung, Alter. Ey, ich wollte nur spazieren. Wo bist du? Bist du abgehauen hier oder war das hier? Ich wollte spazieren, das war ein Hater. Ist das hier stattgefunden oder bist du hier hingerannt? Du bist im Nirgendwo, Bruder. Irgendwo, keine Ahnung, ich wurde ausgenockt auf einmal, war ich hier. Alter. Boah, der arme Alter, haben der wurde einfach ausgenockt. Der lag einfach knock auf dem Boden ein paar Minuten, Bruder. Bis keine Ahnung, kommst. Ich war... Haben die dich in den Bus gepackt oder ich was? Ich war ausgenockt, weiß ich nicht. Alter. Ich wollte nur spazieren gehen, da waren Hater einfach. Du siehst so demoliert aus. Oder kamen irgendwelche Hater? Oh mein Gott. Kopfschmerzen. Ey, komm mal jetzt erstmal rein, bitte. Oh mein Gott. Was ist da passiert? Guck mal die Kamera, die in den Sängen steht. Ey, das geht so nicht. Komm mal erstmal klar. Ihr müsst das abklären. Erstmal bringe ich dich wieder, mach ich wieder klar, fit. Bruder. Das sind die denn noch? Komm, wir gucken, wir suchen alles ab. Wir fahren jetzt rum. Du erkennst sie ja, ne? Wir fahren doch rum. Wir können ja nicht weit sein, wenn die dich hier abgelassen haben. Wie lange bist du hier? Boah, seit ich dich angerufen habe. Du hast richtig lange gebraucht. Gott. Bruder, das war am Arsch der Welt. Ich habe das gar nicht gefunden erst. Oh mein Gott. Steig ein, Bruder. Stark ein, Bruder. Das ist aufgefallen. Scheiße, Alter. Marvin sieht echt, die haben den richtig zugerichtet, ne? Ich geb dir mal kurz. Taschentuch. Das geht doch nicht, Bruder. Alter, Junge. Der hat richtig Schmerzen. Ich seh den Schmerz in seinem Gesicht, in seinen Augen kann ich nicht mehr. Guck dir das mal an. Alter. Ja. Digga, oh mein Gott. Wir müssen uns rächen. Bruder, sollen wir die jetzt suchen oder sollen wir dich erst mal suchen? Die suchen die jetzt. So, sicher. Ja, geht das noch? Wir müssen die suchen. Okay, komm. Dann, weil jetzt haben wir keine Chance, ne? Nicht, dass wir dann. Weil das können wir so nicht stehen lassen. Okay. Dass wir dann. Weil guck mal, der denkt doch gerade, der ist in einem Edit. Der denkt einfach, der ist in einem Edit, Bruder. Achtet mal einfach auf sein Gesicht. Das können wir so nicht stehen lassen. Okay. Halt die Augen offen, du erkennst. Weil das können wir so nicht stehen lassen. Okay. Halt die Augen offen, du erkennst ja, ne? Ja. Ich hoffe, die sind nicht weit, Mann. Boah, ich bin... Bruder, wir sind ja einfach nirgendwo. Ich bin verwirrt, Bruder. Aber es gibt ja nur einen Weg. Ich hoffe, die sind da lang gegangen. Ja, fahr hier lang. War die zu Fuß oder hatten wir... In die Richtung. Okay, waren die zu Fuß unterwegs? Weißt du, wie die hingekommen sind? Nein, ich hab ein Auto gehört. Irgendwie in die Richtung. Ich hab's nur gehört, ich hab's nicht gesehen. Oh, die sind einfach weg, gell? Echt? Brauch auf jeden Fall was zu trinken. Ja, okay, ich hol dir was. Willst du was Bestimmtes oder soll ich irgendwas holen? Was für Tankstelle? Was erfrischend ist. Okay. Oh, Kopfschmerzen. Irgendein kleinen Snack. Ja? Ja, guck mal, ja. Das war schnell Energie. Irgendwas kleines, schnell Energie, Snack. Bruder. Easy, Bruder. Okay. Ruf mich direkt an, wenn die draußen sind. Ja. Dann steige ich direkt wieder ein. Ja, ey, der lässt den schon wieder alleine. Leute. Ja, jetzt wird's doch wieder. Der wird jetzt irgendeine einbrechen weg. Was? Pranked. Leute, mir ist nichts. Hä? Ey, bitte, Bruder, nein. Was passiert? Nein. Das macht doch alles keinen Sinn, Bruder. Hä? Wie? Du prankst einen Prank? Was laberst du denn da, Bruder? Die machen Inception in ihren Videos einfach. Leute, ist okay, wenn du prankst.
Leute, mir ist nichts passiert. Kevin weiß noch nicht Bescheid. Aber ihr wisst jetzt Bescheid, Leute, war alles nur ein Prank. Auf jeden Fall. Ich rufe den gleich an, sagst du, wenn die kommen. Bruder, es macht einfach gar keinen Sinn. Es macht einfach gar keinen Sinn mehr alles. Die sind da, die sind da. Leute, Daumen hoch für mehr Pranks, für einen neuen Prank, Leute. 10.000 Likes, macht die 10.000 Likes, okay, let's dann. Go. Komm, miese Pranks. Jetzt bin ich mal Bescheid. Gespannt. Wer ist noch nicht da? Die haben uns alle hochgenommen. Ich grüße noch einen derzeit hier, der Kelvin weg ist. Gucken, wen wir hier haben. Leute, aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Schreibt immer in die Kommentare einen netten Kommentar mit Hashtag Glocke aktiv. Dann habt ihr die Chance, hier eingeblendet zu werden. Ihr wisst Bescheid. Und zwar hat es gemacht Mac Bros. Schöne Grüße. Und ja, ich rufe jetzt Kelvin an. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der ist. Oder der soll mir erstmal ein Getränk holen, Leute. Ich hab wirklich gerade Durst. Erstmal ein Getränk auf den Nacken. Ich warte, bis er in der Kasse ist. Und dann rufe ich den an. Und verarsche ich ihn nochmal ein bisschen. Übrigens, Leute, wir streamen dreimal die Woche auf Brownies. Und jeden Tag kommt da ein Gaming-Video online. Wenn euch für Gaming interessiert, checkt den Kanal unbedingt ab. Ihr wisst Bescheid. Und rufe jetzt langsam mal Kelvin an. Ich glaube, der ist an der Kasse gerade. Ich rufe den jetzt an. Bro, komm schnell, die sind hier, Bruder, die sind wieder hier. Der macht einfach Dings. Die sind hier, Bruder. Oh mein Gott, Kelvin. Komm schnell. Guck mal jetzt einfach sein Gesicht. Bro, komm schnell, die sind hier, Bruder, die sind wieder hier. Die sind hier, Bruder. Oh mein Gott, Kelvin. Kelvin. Oh mein Gott. Guck mal, mit seinem zerrissenen Hemd, Tamam, Bruder. Man denkt, du bist Obdachloser in L.A. seit 5 Jahren, Bruder. Du hast gekämpft, du hast Straßenkämpfe, Straßenschießereien überlebt. Was ist das? Ich steck mich jetzt hier. Zerrissene Hemd und weiß ich nicht. Wie sehe ich aus? Ja, ich kann doch nicht hier so rumlaufen, Alter. Okay, hier, komm, hier. Warte, wo seid ihr? Ich hab... Oha, wo seid ihr? Hast du mich gerade verarscht? Willst du mich verarschen, Mann? Ey, Bruder, ich weiß gar nicht, ey. Was ist mit Viva drum um 2:30, Bruder? Was machen wir denn hier eigentlich? Ich will Getränke. Was machen wir denn hier um 2:30? Hä? Schauen, Alter, ich hab bis am Arsch. Danke für die Getränke, mein Freund. Bruder, ist das Kunstblut? Ja, normal, was denkst du denn? Bruder, ich hab das alles gemacht für diese Getränke, weißt du was? Boah, Monster, weißt du, willst du? Bro, war alles im Prank, mir geht's natürlich Alter. Gut, Bruder. Boah. Mir geht es gut. Ich hab gerade nichts als Erleichterung, ja? Und einfach nur Rache nehme ich an dir. Ich hab dich lang nicht mehr rangenommen. Boah. Mein Freund, lang nicht mehr geprankt. Hey, Leute, es wird wieder Zeit. 10.000 Likes, dann gibt's einen heftigen Prank von mir. Ja, mach die 10.000 Likes, weil es gibt einen Rache. Alter. Und schreib mir wilde Ideen auf Instagram, Leute. Machen wir, ja. Arschen, Bruder. Junge, gibt's so eine Sache, ne? Leute, schreibt mir auch wilde Ideen bei Insta. Leute, wenn ihr wollt, checkt noch gerne unseren Merch-Shop ab. Link in der Beschreibung. Es ist Sommer, gönnt euch auch was. Gönnt euch kuschelige Shirts, Leute. Yes. Oh mein Gott, Alter. Stark, Digga. War ein cooles Video. Das war echt gar nicht... Also, ich wusste gar nicht, dass der den prankt. Das war wirklich sehr, sehr unerwartet. Sehr unerwartet.